Autocross am Kutschenberg. Zum nunmehr 72. Mal hatte der MC-Gemeindeverband Ortrand am vergangenen Wochenende in die Kmelener Berge eingeladen. Dort am Start waren rund 100 Piloten. Gefahren wurde auch um die ostdeutschen Meisterschaften. Zweiter wurde Oliver Lentsch von der Motorsportgemeinschaft Südbrandenburg hinter Dennis Vesper. Spannend, richtig spannend bis zum Schluss. Also starke Gegner, ich habe probiert alles zu geben und habe alles gegeben. War dann der Zweite. Ich bin vollkommen zufrieden damit. Ich weiß, dass der erste Platz extrem stark ist und auch gut fahren kann. Ja, ich denke, für uns als Verein, um unseren Verein wieder zu spiegeln, war das okay gewesen. Wir konnten alle viel erreichen. Mehr vom 72. Autocross am Kutschenberg sehen Sie in dieser Woche hier bei Seenluft 24.